glaube, jeder Hamelner, der hier war, der weiß, wie die Tische hier waren. Jetzt muss man sich das mal angucken. Also die Abstände. Also es ist einfach die Hälfte, oder? Weniger. Weniger als die Hälfte? Weniger als die Hälfte. Aber 50% ist erlaubt, das ist richtig, aber man muss auch diesen Abstand geben können. Ne? Wegen diesem Abstand haben wir jetzt, ich würde sagen, 40 bis maximal 45% der Tische. So. Wir haben versucht, jetzt am Anfang sogar mehr als 2 Meter zu machen, damit man sich auch wohlfühlt und nicht, dass es so nah ist, so auf Zentimeter genau. Ne? So. Wochenlang waren sie geschlossen, jetzt dürfen auch wieder Restaurants und Cafés eröffnen. Allerdings nur mit der Hälfte aller Sitzplätze. Und überall gibt es auch Hygienemaßnahmen, wie hier am Beispiel der Melange in Hameln direkt an der Weser. Diese Hygienemaßnahmen sind natürlich für die Mitarbeiter, aber auch für die Kunden. Hallo, mein Name ist Ömer Jalin. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer hier in Hameln im Melange. Als erstes wird gefragt, haben Sie reserviert oder nicht. Wenn Sie reserviert haben, dann wird nach dem Namen gefragt. Ja, und dann wird die Uhrzeit aufgeschrieben, wie man angekommen ist. Man wird platziert. Wenn man nicht reserviert hat, dann wird trotzdem nach Namen und nach Telefonnummer gefragt. Und dann hat man freie Platzwahl. Die Tische, die freigegeben sind, sind gekennzeichnet. Warum muss man die Nummer, Telefonnummer und auch den Namen ausschreiben? Welchen Grund hat das? Damit man, wenn jemand infiziert wird, nachvollziehen kann, wann war er da, mit wem hat er zusammengesessen, damit man das schnell rausfindet. Das ist der Grund. Diesen Tisch bitte freihalten. Genau. Das ist also ein Tisch, der geht nicht? Der geht nicht, richtig. Und welcher geht? Der daneben geht wiederum. Und auf diesem Tisch haben wir auch eine kontaktlose Speisekarte. Okay, erklär kurz, wie funktioniert sowas? Du machst dein Handy auf, gehst mit deiner Kamera dran und QR-Code wird gelesen. Und die Seite fragt dich, ob du die Seite aufmachen möchtest. So kommst du auf unsere Online-Speisekarte. Und dann bezahle ich wie am besten? Am besten zahlst du nicht bar, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Aber bar geht auch? Bar geht auch, klar. Okay. Ich bevorzuge nur die Karte, weil... Weil das einfach sicherer ist. Also ich persönlich sehe die Regeln als richtig ein zurzeit. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder mehr Ansteckungen haben. Da müssen wir wieder gemeinsam uns die Mühe machen und die Mühe geben, dass das nicht passiert. So können wir als Betreiber auch weiterleben. Wenn die Infektionswelle wieder neu starten würde, wie viele das ja auch voraussagen, dann denke ich, wird es für uns wieder schwierig. Dann werden wieder andere Maßnahmen getroffen und schön ist das dann nicht mehr. Ne?